Bert jetzt gerade besungen hat, das ist interessanterweise jetzt auch gerade bei der letzten Montagsdemo bei uns in Stuttgart Thema gewesen. Da sprach Sarah Händel von dem Verein Mehr Demokratie und hat sich auch für den bundesweiten Volksentscheid eingesetzt. Allerdings haben wir in Stuttgart dabei auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ein Volksentscheid ist nach unserer Ansicht nur dann sinnvoll, wenn er auf Augenhöhe verläuft, wenn die Leute, die einen Volksentscheid betreiben, genauso viel Geld haben und genauso viel Medienpräsenz und wenn überhaupt transparent gemacht wird, wer wie viel Geld irgendwo reinsteckt und welche Interessen da vertreten werden. So, und jetzt möchte ich die Karin Neumann begrüßen von den Fehmarn Beltrittern. Sie wird ein paar Worte dazu sagen, wie ihr Projekt dort aussieht und was sie eigentlich bekämpfen. Bitte, Karin. Dankeschön. Hallo, ich bin gerade erst in Berlin angekommen und finde das ganz toll, was ihr hier gemacht habt und dass der Betonkopf der Dobrindt hier wieder steht. Freue ich mich sehr. Ganz kurz, ich wohne an der wunderschönen Ostsee, einem Tourismusgebiet. Wir sind lauter kleine, schöne Dörfer. Unsere kleine Insel Fehmarn lebt vom Tourismus. Unsere Ostsee ist bedroht von Sauerstoffarmut. Jetzt waren gerade überall tote Fische in den Küsten angeschwemmt worden. Schweinswale verenden. Es ist wirklich traurig und bei uns ist geplant ein ähnliches Projekt, was zu Stuttgart 21 gehört. Und zwar ist das die Fehmarn-Beltquerung, die Feste. Es soll ein Tunnel gegraben werden durch die Ostsee nach Dänemark von unserer schönen Insel Fehmarn aus. 18 Kilometer durch die Ostsee will man sich baggern, um dort Betonelemente zu versenken. Dazu gehört eine Hinterlandanbindung, das kennt ihr ja alle mit den Güterzügen, mit den Ratternden. Bei uns hat man sich noch nicht auf Lärmschutz einigen können. Man kann uns bei uns sowieso, man kann sich auf gar nichts einigen. Das Projekt ist ungefähr, ich weiß nicht, seit 30 Jahren in der Planung und es ist eigentlich ein BER mal X, der uns da droht und darum ist das X auch unser Zeichen. Überall in Ostholstein sieht man die blauen Kreuze, auch in, hier in Berlin fahren schon welche Aufkleber und ich danke für die Unterstützung und freue mich sehr, dass unser Dobrindt dann hier nochmal seinen letzten Auftritt hat und dann ab Samstag auch nicht mehr im Amt sein wird. Super, vielen Dank, Karin, das hoffen wir auch.